Willkommen zurück bei Mirage. Wir machen direkt mal weiter, ja. Und nehmen das Ding nicht mal. So, ups. Yalla, yalla! Ganz genau. Endlich mal schön schnell. Da hinten ist die Wassermühle. Hier muss ich richtig sein. Ganz genau. Und dann, wo ist Ali? Wem sie gebührt. Dieser Mann war es, der mir in meiner dunkelsten Stunde half. Und wie ich gehört habe, bin ich nicht der Einzige. Ich werde dich umfassend in der Chronik unserer Abenteuer loben. Doch zuerst müssen wir ihr Ende schreiben. Komm. Wie ich sehe, kennt ihr euch schon. Nur flüchtig. Doch die Nacht ist jung und es gibt viel zu besprechen. Nämlich, was ihr mir beschaffen könnt. Unsere Mittel sind begrenzt. Aber sei versichert, dass ich mir anhören werde, was du brauchst. Später. Teile dein Wissen über El-Hul mit uns, dann kann Basim seine Arbeit tun. Ja. Eure Angelegenheiten vor den meinen. Aber nur dieses Mal. El-Hul schickt den Gefängniswärtern Anweisungen, wo in Bagdads Umgebung gegraben werden soll. Aber er setzt nicht nur Gefangene ein. Hier ist ein Schuldbrief für Arbeiter. Sieht so aus, als hätte El-Hul vor, auch Wanderarbeiter zu kaufen. Wer könnte solch ein Vorhaben in Bagdad möglich machen, ohne Verdacht zu erregen? Da gibt es nur einen Mann, Mes'ud al-Jakub. Ihm gehören Bagdads Seifenmühlen. Er gibt fremdländischen Siedlern bezahlte Arbeit. Die meisten davon sind Perser. Also zwingt er diese Arbeiter dazu, für ihn zu graben. Und all das unter dem Vorwand, ihren Lebensunterhalt zu sichern. Mhm. Beshi! Er spürte eine der Grabungen von El-Hul auf, gab sich als Gefangener aus. Was ist geschehen? Die Suche war erfolglos. Trotzdem haben die Wachen versucht, uns zum Schweigen zu bringen. Ich spaltete einen Schädel und floh. Die anderen hatten wohl kaum so viel Glück. Ein närrisches Unterfangen, das nichts eingebracht hat. Nichts. El-Hul wird in der Karawanserei sein. Ich hörte die Wachen davon sprechen. Natürlich. Händler aus allen Himmelsrichtungen machen dort Rast. Wenn Mes'ud Wanderarbeiter kauft, wickelt er seine Geschäfte vermutlich in der Karawanserei ab. Wie sieht er aus? Er ist ein gewichtiger Mann. Er schmückt sich gern mit Juwelen und Seide aus dem Osten. Dann wird er schwer zu übersehen sein. Es ist Zeit, Basim. Wie lautet der Plan? Das wird Basim zu entscheiden haben. Basim? Mhm. Allein? Nein, ich hole einige Männer und... Und veranstaltest ein sinnloses Spektakel? Du wirst dich noch früh genug beweisen können, doch dieser Tag gehört Basim. Sieh es als Teil unserer Abmachung. Basim? Ja, warte. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Dann komm mit mir. Komm, Basim. Ja.
Hey. So. Zu den Pferden oder was? Nee. Doch? Nun gut. Ein Ordensmitglied ist zum Greifen nah, Basim. Und wie bei jenen zuvor und auch bei den künftigen, wird der Tod El-Khuls gerecht sein. Dies ist ein Mann, der die Verzweifelten und Entrechteten ausnutzt. Und diese Gräueltaten werden weitergehen. Denn El-Khul ist nur ein Rädchen in einem größeren Getriebe der Zerstörung. Solange dieses sich dreht, ist es das erklärte Ziel der Verborgenen, es zum Stillstand zu bringen. Heute wirst du deine Hand, deine Klinge, in den Dienst dieses Ziels stellen. El-Khul mag dein erstes Ziel sein, aber nicht dein letztes. Mhm. Daran glaube ich fest. Und an dich. Sei dir gewiss, dass du mich trotz meines Gleichmuts und meiner harten Lektionen beeindruckt hast. Die Präsenz des Ordens in Bagdad und darüber hinaus ist auf Treibsand gebaut. Solange du die Spitze unseres Speeres bist. Ich habe vor, genau das zu bleiben. Deiner Führung verbunden, Meisterin. Genau. Hallo? So. Geschäftig wie ein Bienenstock. Komm, fasse die Prüfung ins Auge. Händler, Vieh, Karawanen von überall her. Ich dachte, El-Anbars Märkte seien verworren. Wo Verwirrung herrscht, gibt es Chaos. Und Chaos kann Gelegenheiten bieten. Sieh, welche Möglichkeiten sich auftun. Sei bereit, aber geduldig. Und vertraue deinem Gefühl. So. Jo. Dort auf dem Balkon ist Mas'ud. Genau wie von Ali beschrieben. Ich sehe ihn. Nun geh. Benetze sie mit dem Blut des Gefällten. Ich komme zu dir, wenn es getan ist. Okay. Du wähnst deine Grausamkeiten gut versteckt, El-Khul. Weil du die Unbedeutenden wählst, deren Schreie, wie du weißt, ungehört bleiben. Auf deinen Wink gruben sie, durch deine Hand starben sie und wurden wie Abfall weggeworfen. Und nur, um in der Wüste ein Artefakt zu suchen. Noch jetzt feilst du in der Sicherheit der Karawanserei um Fleisch. Deine Opfer sind meist in Ketten und ausgehungert. Es wird Zeit, dich einem freien Mann zu stellen. Nun gut. Komm. Das Feuer hat für Aufruhr gesorgt. Ich werde zusehen. Ich brauche deine Hilfe, Sadiki. So. Ach so. Okay. Hier könnte es reingehen, oder? Geheimer Eingang, jo. Benutzt nur den. Geduld, Disziplin. Nicht weg. Scheiß auf Ablenkungen. Hey, das wollte ich nicht. Mann.
Hey, was ist da los? Ja. Okay. Gut, und wir gehen hier nach oben. Ups. Hier, Bogen brennt auch. Das ist zu, oder? Ja, sag ich doch. Hey! Hab ich ja sehr gut hinbekommen. An mir kommt keiner vorbei. Okay. Neuer Versuch. So. Hallo? Ah ja. Dieses Mal darüber. Über die Leute, ja. Hey, das dauert nicht lang. Ja, hast recht, dauert nicht lang. El-Khul verdient ein schlimmeres Schicksal als den Stoß meiner Klinge. Meine Botschaft wird den Orden erreichen. Laut und deutlich. Mhm. Okay, muss ich wahrscheinlich durchs Fenster. Dann sitze ich hier auf dem Balkon. So, und schnell wieder rein. So. Okay, da lang. Da muss der notwendig. Auch weg. Aber wenn der sich umdreht, dann ist die Fassade am Dampfen. Fenster auch alles zu? Ah, hier oben ist was. Ja. Und nun? Also brauche ich doch Ablenkungen. Dreh ich um, Meister. Ach, einfach so, wie lang? Okay.
dort hinten. Was dauert so lange? Ich weiß es nicht genau. Was verzögert deine Abreise, Sadiq? Jemand namens Mesut hielt es für nötig, meine Waren zu begutachten. Also warte ich nur. Was glaubt er, wer er ist? Ja, vielleicht. Was hast du denn dabei? Ich frage nur, damit ich es für dich holen kann. Das würdest du tun? Es wäre mir ein großes Vergnügen, diesen Mann zu verärgern. Es geht um eine Kiste mit Seide und Gewürz. Bereite dein Kamel vor. Ich sehe, was ich tun kann. Ich weiß, wenn ich diesen genau Händler zum Gehen bewegen kann, könnte sein plötzlicher Aufbruch El-Hul herauslocken. Ja. Nee. Also. Zeige mir alles. Händler Ruby. Katzenvieh oder was ist das? Ja. Ich bin doch lang. So. Und so. Weiß ich auch nicht. Hey, was ist da los? Na gut, anscheinend nichts. Ich vermute mal, die beschlagnahmten Waren sind da oben drinne. Gut. Der zuerst, weil der hin und her wandelt. Und jetzt der. Okay, doch nicht. Und das da? Den und den und den Enten.
Je mehr weg sind, desto besser. Nun gut. Oder da konnten auch die beschlagnahmten Dinger sein. Nö. Oder auch nicht. Eine merkwürdige Sache. Möglicherweise gereicht mir das zum Vorteil. Ich bin nicht da. Leider habe ich diese grünen Münzen nicht. Diese zwei Männer streiten sich laut, aber nicht laut genug. Wie könnte ich das steigern? Eine Kiste mit Seide und Gewürzen? So viel davon kann es hier nicht geben. Wohin verschwinde ich? So. Ein kräftiger Geruch. Das muss die Kiste des Karawanenhändlers sein. Jo, bestimmt. Wieder zurück. So. Wie bekomme ich die Kürze erst nach draußen? Da ist Treppe hoch. Da oben habe ich ja die Leute weggemacht. Weil es ja auch so einfach ist mit einer Kiste. Einfach nach unten springen. Ist nicht so einfach. Na, so. Gehen wir mal außen an den Wachen vorbei. Ist das deine Kiste? Ja, tatsächlich. Die Wachen haben sie dir gegeben? So könnte man sagen. Genau. Sehr gut, sehr gut. Ich muss dich entlohnen. Du siehst aus wie ein Mann, der gerne isst. Wie wäre es mit ein paar Gewürzen? Heute nicht, nein. Aber ich möchte dich bitten, lauthals deine Abreise zu verkünden, sodass Miss Ut es bemerkt. Ha, wir sind Brüder im Geiste. Ich danke dir, Sadiki. Sehr schön. Geh, sofort. Dann kann ich ja den geheimen Eingang benutzen. Ach, folge dem Karawanenvorsteher. Ganz genau.
Ich fühle es. Ja, ich auch. Man kommt da raus, ich messer den und dann sind alle glücklich. Das wird El-Khul nicht verborgen bleiben. Mein Ziel ist, dass ihr oft wiederkehrt. Komm raus und sieh zu. Deshalb lege ich noch etwas drauf, damit ihr rundum zufrieden seid. Wollt ihr welche von diesen schönen Heichen? Wie steht es um jenen? Hi, nicht wahr? Okay. Schotter wird sich schon bald um ihn kümmern. Zu Hilfe, zu Hilfe. Jetzt wieder aufs Dach und dann kann ich den Messern von oben hinab. Gleich ist es vorbei. Okay. Allah verfluche dich. Wende deinen Hass nach innen, Mas'ud. Deine Bosheit war es, die dich hierher führte. Bosheit? Wem gegenüber? Den Unerleuchteten? Den Schwächlingen, die ihr Los selbst wählten? Es ist unser göttlicher Wille, über sie zu herrschen. Unsere Pflicht, ihren Beitrag einzufordern. Ihren Beitrag wozu? Zu dem, was sein könnte. Das Wissen darüber ist unter diesem Sand hier vergraben. Manches sollte auch dort bleiben. Nein. Das sind Gaben, dazu bestimmt, geborgen zu werden. Sie sprechen zu uns, wie du sehr wohl weißt. Mhm. Was? Oh ja, du magst ein Verborgener sein, aber nicht nur. Jo, sehr schön. Jetzt kommt noch mal wieder der Dämon da hinten. Ich sehe ihn doch schon. Attentäterkonzentration. Wenn du dich nicht in einem Kampf befindest, kannst du mit R3 die Attentäterkonzentration auslösen, um einen perfekten Attentatssequenz auszuführen. Während die Attentäterkonzentration aktiv ist, kannst du mit R1 wählen. Anvisieren. Joa. Klitsche ich mich dahin oder was? Nihal. Basim. Ich sag doch, die sehen wir noch mal wieder. Komm zu Sinnen.
hartnäckige Suche El-Huls auf Kosten menschlichen Lebens ist beendet. Mhm. Dies ist ein Tag des Sieges. Nicht nur für jene, denen seine Grausamkeit erspart bleibt, sondern auch für die Verborgenen. Der große Plan des Ordens in Bagdad mag weiterhin ein Rätsel sein, aber zumindest sind wir nun sicher, dass die Rolle El-Huls entfällt. Ich glaube, was er bergen wollte, waren mehr seltsame Objekte wie jenes, das ich aus dem Winterpalast geholt habe. Was will der Orden mit diesen Relikten der Vergangenheit? Und warum werden sie so streng bewacht? Du beginnst, die richtigen Fragen zu stellen, Basim. Wir werden die Antworten gemeinsam finden. In letzter Zeit habe ich nichts als Fragen. Wovon sprichst du? Egal. Vergiss, was ich gesagt habe. Wie soll ich dich anleiten, wenn du nicht offen sprichst? Mhm. Ich hatte mit Albträumen zu kämpfen. Darin wurde ich von einem Djinn gequält, bis ich panisch und schweißgebadet erwachte. In aller Mut hatte ich ihn fast vergessen. Aber als ich El-Khul tötete, spürte ich wieder seine Gegenwart. Und ich kann mich nur fragen, warum? Warum hier? Warum jetzt? Warum ich? Ein Meer an Fragen und keine Antworten. Ich wollte es dir sagen, aber... Du hattest Angst, ich würde dich für willensschwach halten. Wir sind nur so schwach, wie wir es uns selbst erlauben. Um eine Schwäche abzulegen, musst du das Nötige tun, um die Ursache des Schmerzes zu überwinden. Erlaubst du mir eine kurze Pause? Ich will eine alte Freundin aufsuchen. Nihal, ich erinnere mich. Sie ist dir wichtig, nicht wahr? Ja. Doch in unserem letzten Gespräch sagte ich ihr das Gegenteil. Und das verursacht Schmerz. Also los, heile diese Wunde. Du findest mich im Bruderschaftshaus in Kharbia, wenn es geklärt ist. Okay, dann gehen wir los, ne? Ob das wirklich Nihal war? Bestimmt. Ich habe keine Ahnung, wohin sie gegangen ist. Vielleicht nach Hause, nach El-Anbar. Drei Fertigkeitspunkte. Nee. Adlergespür. Ein Kielusblick enthüllt die Wachgänge. Brauche ich nicht. Also noch nicht. Mhm. Oder wohl, warum nicht? Ach, die Karte nochmal. Hm. Alte Wunden, suche zu Hause nach Nihal. Okay, den Kollegen haben wir. Und konnten wir machen, weil wir den hier befreit haben und... Na gut. Sehr schön. Mal ganz kurz im Inventar schauen. Kontur. Immer noch nur die beiden. Verkleidigung, nichts. Naja, nee. So, mal schauen. Okay, nee. Doch. Ne. Ich reite lieber meinen eigenen Weg. Hier, ja! Quer fällt ein. Ja.
Osu. Ja! Hau Straßen. Bevor wir hingehen, brauchen wir keine Straßen, ne? Aber die war auch gerade eben noch da. Warum sollte die jetzt in so kurzer Zeit da hinten sein? Yalla! Das geht schneller als gedacht. Und ich sollte nochmal Steckbriefe abreißen gleich. Okay. Zuerst Steckbriefe. Danach so in die Hölle. Die suchen also nach mir. Der will doch wieder doch eine Münze. Neue Anschuldigungen der Bestechlichkeit gegenüber gewissen Partys. Möchte der Kalif daran erinnern, dass jedes schlecht getroffen. Problem gelöst. Probleme losgingen, sind sie sehr. Ich hatte mal. Bewegung, als wir westlich von Kinasrin bei einem griechischen Überfall eingekesselt waren. Ja. Nun gut, ich würde sagen, bevor wir da reingehen, beenden wir hier die Folge, weil wer weiß, wie lange die Zwischensequenz wird. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao.